Hallo Freunde, willkommen zurück in Skyrim. Ja, in der letzten Episode haben wir angefangen im Grab Ustengraf das Horn von Jürgen Windhofer zu suchen. Und oh mein Gott, ihr habt es gesehen, oder? Heute Nacht ist Vollmond. Das heißt, wir haben keine Wahl. Wir werden gleich verwandelt. Und werden dann die ganze Nacht über als Werwolf durch die Gegend eiern. Oh Mann. Da kommt gleich ganz schön was auf uns zu. Wie gesagt, als Werwolf sind wir noch nicht trainiert und auch überhaupt nicht geübt oder so. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir das gerade ein bisschen ungelegen kommt. Nein! Okay, nehmen wir noch mit, was geht. Da geht nicht mehr viel. In die Schlacht. Ja, von Untoten können wir uns nicht nähren. Untote können wir nicht in die Flucht schlagen, so wie es aussieht. Aber Untote können wir ganz gut auseinanderhacken. Wir können eigentlich auch nicht looten und überhaupt nichts. Das heißt, heilungsmäßig liegen wir gerade ganz böse auf dem Trockenen. Ja, und als Wärmequellen erscheinen die Untoten natürlich auch nicht. Die haben kein warmes Blut. Das heißt, ein bisschen die Nachtsicht anmachen, auch wenn das jetzt mit dem Licht hier in der Gegend ein bisschen unglücklich ist. Ja, diese Kiste da hinten kriegen wir in Werwolfgestalt leider nicht. Zu doof das. Okay, schauen wir uns noch ein bisschen um. Ich meine, jetzt sind wir für die ganze Nacht Werwolf, da können wir nichts dran drehen. Nähren brauchen wir uns nicht, um die Blutgier hier aufrechtzuerhalten. Das besorgt der Vollmond für uns. Was haben wir denn hier? Dahinschwinden. Ätherische Gestalt. Eine super Sache, das. Ja, macht uns im Prinzip so durchscheinend, so geisterartig. Dann sind wir für kurze Zeit unverwundbar, können allerdings auch keinen Schaden verursachen. Gerade als Nord eine nette Sache, weil das zusammen mit dem letzten Gefecht noch funktioniert. Ja, wie ihr sehen könnt, Truhen und so weiter sind nicht mehr drin als Werwolf. Da haben wir gelitten. Selbst die First-Person-Ansicht geht nicht. Okay. Ich meine, das war's hier unten. Hier gibt es hauptsächlich nur dieses Wort. Ich glaube nicht, dass es dort direkt weitergeht. Oder doch, natürlich, da hinten ist ja der Durchgang. Nee. Ich war einfach zu lange nicht mehr hier. Ja, so dunkel ist es hier im Normalfall. Mit der Nachtsicht, die wir als Werwolf genießen, ist das etwas überschaubarer. Ja, von wegen Durchgang, da waren wir doch gerade. Mensch. Mir fällt gerade ein, wir können den Dungeon in Wolfsgestalt überhaupt nicht abschließen. Haben wir keine Chance?
Der Grund dafür sollte demnächst sichtbar werden. Ja gut, will ich jetzt erstmal nicht verraten. Lasst euch da mal überraschen. Gut, wir kommen von dort oben. Das heißt, über diese Brücke hier müsste es weitergehen. Und hier ist auch schon der Grund, warum wir das nicht mehr schaffen können. Ja, wir können nichts aufnehmen. Also manchmal ist die Werwolfgestalt wirklich ein Nachteil. Das hier ist der Grund, dieses Rätsel. Diese Steine lupfen im Prinzip, wenn man in die Nähe kommt, diese Gittertore. Und nach kurzer Zeit fallen die schon wieder runter. Der Trick dabei ist, dass wir mit dem Wirbelwindsprint, den wir von den Grauwerten gelernt haben, da durchkommen können. Als Werwolf sind wir, glaube ich, zu langsam, ja. Das heißt, hier hängen wir jetzt fest, bis wir wieder Menschgestalt annehmen können. Jep, jep. Wir wären zwar theoretisch schnell genug, aber das gilt nicht fürs Spiel. Wir müssen den Wirbelwindsprint einsetzen, um dieses Rätsel zu knacken. Und mit Barbas in der Nähe klappt das schon zweimal nicht. Ja, dreimal versucht, dreimal gescheitert. Ich würde sagen, ich unterbreche die Aufnahme hier einfach mal. Ich komme nämlich nicht mal mehr in die Karte gerade, um nachzugucken, wie spät es in-game ist. Inventar und so weiter ist alles ausgeschalten für Werwölfe. Das heißt, ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns dann, wenn die Sonne aufgeht. Dann ist Ragen wieder ein bisschen mehr er selbst. Und dann machen wir hier weiter. Sorry dafür. Wir sehen uns ja gleich wieder. Ciao. Und da sind wir schon wieder. Ja, ging jetzt doch relativ schnell. Es war schon 22:30 abends. Da musste man gar nicht mehr lange warten. War überhaupt nicht langweilig oder so. Nö. Ihr habt's gut, wisst ihr das? Okay, Ragen ist wieder er selbst. Er hat die sauschwere Rüstung an. Das heißt, wir werden es unglaublich leicht haben bei diesem Geschwindigkeitstest. Nur überlegen, ob ich gerade irgendwelche anderen Klamotten dabei habe, die ich anziehen kann. Ansonsten, ja, ich habe das lange nicht mehr gemacht mit diesem Wirbelwindsprint hier durch. Ich hoffe, das klappt auf Anhieb. Wenn nicht, wird sich Ragen gleich so ein bisschen die Nase verbeulen an diesem Gittertor da vorne. Probieren wir es einfach aus, würde ich sagen. Let's go! Miep. Gut, erster Versuch war schon nix. So leicht geben wir nicht auf. Wir probieren es einfach nochmal. Yes! Geschafft! Ja da! Und so weiter und so fort. Das war nicht schlecht. Okay. Oh oh. Miep. Um Barbas mache ich mir keine Sorgen, aber ich glaube, unser Draugebogenschütze ist hier gleich hinüber. So. Zu langsam. Schauen wir mal, wie wir das hier am besten überstehen. Wenn man den Boden nur an bestimmten Stellen berühren kann, aber überall Gegner sind, sind Fernkampfwaffen natürlich erste Wahl. Ja, das galt jetzt als Schleichangriff, weil wir schleichend sind und noch nicht erkannt wurden. Einfach um einen Bolzen zu sparen. Eine ganz einfache Sache das.
Hups. Wo wir gerade bei Dingen sind, die ich eigentlich nicht im Nahkampf mag. Oh, oh, vergiftet und fast tot und alles doof. Oh Mann. Ich bin im Überlegen, was ist besseres. Letztes Gefecht oder Zeit verlangsamen. Die Spinne ist fast tot, Ragen ist fast tot. Von dem Unentschieden hat hier keiner was. Ich zünde letztes Gefecht. Scheiß auf die Heiltränke, ganz im Ernst. Okay. Letztes Gefecht. Für die nächsten Minuten nicht mehr anwendbar. Und das ist der Vorteil davon. Ich glaube, das ist alle 5 Minuten Realzeit wieder verfügbar. Also der Verlust ist nicht mal übermäßig groß. Und wie ihr gesehen habt, so ein paar Sekunden, die können es wirklich reißen. War nicht das erste Mal, dass Ragen jetzt davon profitiert hat, Nord zu sein. War schon keine so schlechte Entscheidung. Okay, Babas hat wahrscheinlich immer noch Spaß an diesem Raum mit den ganzen Bodenplatten. Und unser Traugier. Ich rechne nicht damit, den nochmal wiederzusehen. Hey, das sieht aus nach finales Zimmer. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hey! Okay. Ein bisschen protzig, oder nicht? Naja, wenn ihr meint. Das ist ein Zettel und kein Horn. Ich bin gespannt. Gescheitert. Bring ihr das Horn. Na, super. Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend. Miete das Dachzimmer im Gasthaus Schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Alles klar. Dem Freund werden wir mal was erzählen, oder? Das heißt, das war eigentlich alles für die Katz. Irgendeiner hat das Horn geklaut. Ich bin gerade so begeistert, mir fehlen die Worte. So, wenn der Dieb jetzt auch noch hier alles leergeräumt hat, so schnell habt ihr noch keinen nach Flusswald reiten sehen. Hui. Sehr nett, muss ich schon sagen. Und auch das Langschwert. Wirklich sehr nett. Also hätten wir kein dädrisches Katana, hätte Ragen gerade eben ein neues Schwert gefunden. Es gefällt mir optisch und 32 Schaden ist auch nicht schlecht. Und es hat die Eigenschaft, gut gegen Untote zu sein. Zauberbuch Schildwall verstärkt die Rüstung. Ja. Das schreit nach Krieger. Das nehmen wir mal alles mit. Und ja, wir wollen ja nicht, dass es vergammelt, also nehmen wir das ganze Gold hier auch mal mit. Ja, Klugscheißer, ich weiß, Gold gammelt nicht. Und so weiter, Edelmetall, ich weiß, ich weiß. Ja, das war eine weitere Episode Nutzloses Wissen mit Nordstern. Und wahrscheinlich auch noch irgendwas falsch. Okay, wenn alles nach Plan läuft, kommen wir relativ nah am Ausgang wieder raus. Schauen wir mal nach. So, da sind wir wieder im vorderen Teil des Grabes. Und ich habe das Gefühl, dieser Tunnel wäre gut gewesen, wenn wir den zum Reingehen hätten benutzen können. Dicker Hebel.
Barbas ist immer noch nicht aufgetaucht. Im Normalfall ist er nach einem Ladebildschirm wieder bei uns. Gut. Halt, leuchtet grün, ist unserer. Ja, steht Ragen drauf. Ist Ragen dabei. Mit dem hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Da dachte ich eher an Barbas. Naja, das ist ein trauriger Hund. Dem wird schon nichts passieren. Wenn er uns eins gezeigt hat in der Vergangenheit, dann, dass er nicht so leicht kaputt zu kriegen ist. Ja, Ragen, ich weiß, du hast mal wieder Hunger. Und wahrscheinlich Durst. Dachte ich mir. Ja. Jetzt ist aber gut, Ragen. Es wird langsam ein bisschen lächerlich. So, Ragen kann noch ein bisschen was mitnehmen. Das heißt, wie versprochen, was wir am Anfang haben liegen lassen, nehmen wir jetzt mal mit. Orkische Sachen können wir noch nicht zerlegen. Da fehlt uns nämlich das Talent, die Sachen zu bearbeiten. Das heißt, wir können nur zerlegen, was wir auch tatsächlich bearbeiten können. Da sind wir gerade bei Eisen und Stahl angekommen. Das heißt Eisen und Stahl. Tolle Sache. Nehmen wir mit. So. Da sind wir wieder in der frischen Luft. Barbas ist wieder bei uns. Unser Draugier ist auch noch da. Es ist unglaublich hell aufgrund unseres Kerzenscheins. Da wird man schneeblind. Okay. Ich sag's euch gleich, das war's für diese Episode. Nächste Episode machen wir uns dann mal auf den Weg hier oben, um die Sache mit Barbas langsam mal auf Kette zu kriegen. Ansonsten Flusswald und Riften in den Folgen danach. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell wir das hier erledigt kriegen mit Barbas. Sehen wir in der nächsten Episode, wie weit wir kommen. Bis dahin, Leute, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.